Morgens um 8 Uhr fahren wir mit dem Zug von Krefeld nach Düsseldorf. Unser Filmteam besteht aus den Clubmitgliedern Kurt Krieger, Karl-Heinz Lindner, Heinz und mir. In Düsseldorf steigen wir um in den Sonderzug, der uns an die A bringen soll. Bei Köln überqueren wir den Rhein. Über die Stationen Bonn, Bad Godesberg und Sinzig erreichen wir das Ahrtal. Wir durchfahren den Dernauer Bahnhof und erreichen mit der nächsten Station unser Ziel Maischoss. Großes Gedrängel beim Aussteigen. Die Kameras treten in Aktion. Maischoss wurde erstmals 1106 urkundlich erwähnt. Der Name bedeutet Steilhang. In Maischoss wurde 1869 die erste Winzergenossenschaft gegründet. Zunehmende wirtschaftliche Schwierigkeiten hatten die Winzer dazu gezwungen. Im bekannten Maischosser Weinkeller kehren wir ein. Wein wird in der Ahr etwa seit dem Jahre 770 dort gebaut. Karl der Große förderte den Weinanbau. Bevorzugt wurde Rotwein angebaut, der auch als Messwein diente. In tiefen Gewölben liegen die alten Fässer, in denen der Wein reift. Heute bestimmen in weiten Bereichen Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit die Weinherstellung. St. Rochus, der Schutzpatron der Winzer. Wenn man diese schönen Dinge sieht, vergisst man rasch die sicherlich heute notwendigen,
aber eben auch sehr nüchternen modernen Anlagen. Zum Abschluss der Besichtigung wird der Wein natürlich auch probiert. Wieder draußen in der Sonne geht es weiter durch den Ort. Ein leerer Magen wandert nicht gern, also wird Marschverpflegung besorgt. Käsesalami, Rindersalami. Rindersalami. So gestärkt gehen wir weiter durch das gemütliche Maischoss. Hier beginnt der Rotweinwanderweg. Wir sind zwar noch nicht lange gelaufen, aber schon wird die erste Pause gemacht. Aber sie ist nur kurz, denn wir wollen ja noch weiter. Da ist auch ein Rundflug gemacht. Hatten meine Frau und ich vorher von mir. Ja. Vor uns der kleine Weinort Rech mit der ältesten A-Brücke. Sie wurde 1759 erbaut. Unser Ziel ist Dernau. Über die A-Brücke erreichen wir das Haus der Winzergenossenschaft Dernau, wo sich alle wieder treffen. Es wird gefilmt, gefachsimpelt und vor allen Dingen der leckeren Winzerplatte zugesprochen. So, noch einmal ganz herzlich alle zum Mitschreiben.
Nach dem Essen machen wir uns auf zu einem Spaziergang durch Dernau. Die Glocken rufen zur Abendmesse. Dieses Weingut ist das beeindruckendste hier im Ort. Schön sind die Schnitzereien. Wir warten auf den Zug. Die Uhr zeigt 10 vor 8. Gleich muss er kommen. Ein schöner, ereignisreicher Tag geht dem Ende zu.